Hereingeflattert und damit herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley mit mir, dem Schiabi. Ja, heute ist wieder ein besonderer Tag. Heute ist nämlich der 27. im Herbst im zweiten Jahr. Das heißt, heute ist das Geisterfest hier. Da werden wir uns um 22 Uhr mal ein bisschen anschließen. Ansonsten gucken wir uns mal an, was hier so abläuft. Morgen wird es regnen, okay. Und was sagt der Wahrsager? Ja, heute haben wir eher Unglück. Das ist schade, aber das ist dann so. Dann haben wir heute den ganzen Tag hier Zeit, um hier die Hofarbeiten und so weiter zu erledigen. Und vielleicht kriegen wir es ja noch hin, die ein oder andere Sache hier herzustellen. Vielleicht ein bisschen zu angeln oder ähnliches. Und wir haben einen Brief hier von Evelyn bekommen. Hallo mein Schatz, ich hoffe es läuft gut mit deinem Hof. Ich schicke dir eine Kleinigkeit aus meiner Küche. Ich hoffe, sie ist nicht im Brief zerbröselt. Evelyn, eine Schokoladentorte. Wie auch immer sie diese Schokoladentorte da reingekriegt hat. Auf jeden Fall Respekt. Weil Torte und sowas reinmachen, finde ich schon. Ah, guck mal, süße Edelsteinbeere. Mit Abstand das süßeste, das du je gerochen hast. Oh, jetzt habe ich da auch den Stein kaputt gemacht. Das süßeste, warte mal, können wir das vielleicht dem... dem Dings geben? Dieser Statue im versteckten Wald? Beim geheimen Wald, wie das da heißt? Fisch nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir sogar endlich geräucherten Lachs. So, gehen wir mal hier rein. So. Dann machen wir das zu. Oder gehen die dann gar nicht mehr rein? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich muss nachher nochmal gucken. Oh, Milch und Käse. Der geräucherte Lachs qualmt doch die ganze Zeit hier noch. Okay. Wo ich war, ich mache das mal eben anders. Ich lasse das mal offen. Morgen soll es ja regnen. Ich gehe mal dann davon aus, dass sie hoffentlich... ja, wie soll ich sagen? Dann da reingehen, dass ich es dann zumachen kann. Ne? Hier habe ich noch einen Lachs, den schmeiße ich auch da rein. Kohle brauche ich wieder. Nicht dran gedacht, dass ich Kohle dafür benötige. Ach, was macht Abigail denn da oben? Was machst du denn da, mein Schatz? Abigail ist verloren in ihrer Musik. Okay. Jetzt da steht da einfach mittendrin und spielt Musik hier. Das ist ja, die ist ja süß. Ich mag das voll, wenn Leute Musik machen können. Das ist voll cool. Meine Freundin kann ja auch so gut singen.
Und bei mir gerade in der Nähe ist ein Blitz eingeschlagen. Das hat man, glaube ich, jetzt nicht im Mikro gehört, aber es hat gerade richtig gerumst hier. Das war laut. Das war wirklich laut. Okay. Muss ich Angst haben? Geht die Welt unter? Mal schauen. Das hat gerade richtig gerumst hier bei mir. Wie ist das Wetter bei euch? Schreibt es mir. Gut, schlecht, mittel. Eieiei. Gerade richtig gerumst hier in der Ecke. Hab den Blitz gerade noch gesehen. Er scheint, dass sie irgendwo immer ohne Cam eigentlich aufnehmen, ne? Sonst. Das hättet ihr auf jeden Fall gesehen an Lichtreflexionen hier. Das war schon ordentlich. So, jetzt muss ich trotzdem mal kurz überlegen. Was lege ich denn da jetzt noch ein? Ich glaube, Mais hatte ich zuletzt einfach eingelegt. Hätte aber auch noch Preiselbeeren. Ja, komm, wir legen mal die Preiselbeeren ein. Den Hopfen nehme ich auch, glaube ich, mal mit, weil wir werden wahrscheinlich gleich eh. Auch da fertig sein. Ja, seht ihr. Eingelegter Mais, da haben wir ihn. Dann brauche ich noch mal eben den Hopfen. Da haben wir nämlich auch wieder hier das Bierchen. Ich glaube, wir sollten uns echt noch mal so eine Hopfenarmee hier aufstellen. So, das ist jetzt also alles, was verkauft werden kann, ne? Was ist denn einer wert? 210. Und wie viel ist ein Mais wert? Ist. Okay, das lohnt sich aber schon, das eigentlich einzumachen, ne? Okay, also die Teeblätter und die Schokotorte, die bringe ich nochmal eben wieder weg. Die brauchen wir nicht. Schokotorte kommt hier hinein. Und die Teeblätter. Lassen wir mal hier. So. Dann gehen wir mal. Ist schon wieder fertig. Okay, der Lachs ist aber schnell fertig. Da kommen wir räuchern noch ein. Warum nicht? Ach, hab keine Kohle. Nö. Okay, ich glaube, ich sollte mir, wenn dann, das Ding woanders hinstellen. Vielleicht auch da, wo ich allgemein auch Kohle aufbewahre. Sonst muss ich hier jedes Mal kreuz und quer durch die Gegend rennen. Das gefällt mir nicht so. Und da steht es auch irgendwie ein bisschen komisch. Neben der Mühle was mit Feuer stehen zu haben, fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Auch wenn das hier nicht zu einem Brand kommen kann, aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Da müssen wir nochmal gucken. So, dann gehe ich doch jetzt erstmal hier den Waschbären besuchen. Hallöchen. Er braucht Fisch. Was hältst du davon? Danke, Bobo, nimm das. 25 Pulvermelonsamen. Cool. Die sind ja auch noch im Winter, ne? Cool, dann können wir was im Winter anbauen. Jetzt finde ich vielleicht eine Ehefrau. Okay. Er sucht vielleicht auch eine Ehefrau. Interessant. Also gibt es vielleicht noch einen weiblichen Waschbär? Den wir vielleicht hier finden und animieren können. Vielleicht mal ein Date oder so haben. Thank you.
wieder was vergessen. Momentchen. Ich wollte doch nicht nur deswegen hier in den Wald. Ich hatte doch auch hier was in der Hand. Ah. Da kommt was. Okay. Oh. Wir haben was bekommen. Eine Sternfrucht. Du hast eine Sternenfallfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an Cola. Deine maximale Energie wurde erhöht. Der rote Augen, das ist gruselig. Okay. Haben wir mehr Energie, das ist doch cool. Haben wir das Rätsel zur Lösung hier auch endlich gelöst? Wir brauchten also eine Edelsteinfrucht. Jetzt glaube ich die seltene Herbstsaat, ne? Mit der seltenen Herbstsaat können wir sowas herstellen. So, der Waschbär da sucht seine Ehefrau. Findet er bestimmt. So, die Sachen da unten verkaufe ich. Den Fisch. Weißt du, was geräucherten Fisch schmeiße ich da jetzt rein. Haben wir denn da noch einen Thunfisch? Und wir räuchern mal einen Thunfisch. Mal gucken, was da rauskommt. Geräucherten Fisch lasse ich dann erstmal hier. Ich glaube, ich könnte mal gucken, was wir hier so haben. Alles zum Verkaufen. Da haben wir auch noch mal Gedöns. Da haben wir auch noch mehr Pilze. Ne? Warum habe ich die eigentlich hier und die eigentlich hier? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber eigentlich gehören die Pilze eher hier hin, würde ich behaupten. Ne? Also ganz sicher bin ich mir auch nicht. So, da ist soweit alles in Ordnung. Abigail macht keine Musik mehr. Wieder entschwunden hier. Und da verkaufe ich auch ein bisschen was von. So. Bin mal gespannt, wie viel Geld ich nachher habe. Und die Saat schmeiße ich hier auch noch rein. Ja, dann ist es auch bald soweit, dass wir hier fast 22 Uhr haben. Aber so ganz ist es noch nicht. Ich halt eben hier irgendwie einfach mal rumlaufen und mal gucken, was wir hier so lange tun. Hallöchen. Was würde es kosten, noch das Haus zu verbessern? 65.000 und 100 Hartholz. Okay. Niedlicher Stuhl. Mit Pink. Oh mein Gott. Das ist aber nicht so meins. Kleine Fotos finde ich ganz süß. Das mal TV haben wir schon. Den Ofenkamin hätte ich nachher gerne nochmal irgendwo. Da müsste ich mal gucken, wo ich das wirklich hinpacke. Das Haus hat eine schöne Lage. Hm, ja, geht wohl. Bestien was Neues. Wo ist Maru? Nicht da.
Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal irgendwelche Maschinenteile geben, ne? Also ich glaube Kupfer und andere Sachen. War irgendwas, glaube ich, mit dem Roboter. Ich habe irgendwie mal was gelesen, dass man da irgendwie was auslösen kann. Ich glaube, solange wir hier. Ach, Demetrius ist auch hier oben. Moin. Was? Mal sehen. Vielleicht werden die Stickstofffixierungen von der Nematodenabsonderung beeinflusst. Och, tut mir leid. Ich habe gerade über ein paar Daten nachgedacht und dich gar nicht bemerkt. Merke ich. Keine Ahnung, wovon er da redet. Aber weißt du was? Wir angeln jetzt einfach hier oben ein bisschen. Warten bis 22 Uhr, es geht dann runter ins Dorf. Zwergwels. Ah, schade. Knapp daneben. So, mal gucken, was hier noch so alles anbeißt. Ah, ich hätte noch eine Maske oder so mitnehmen können, ne? So eine Skelettmaske oder so. Wenn doch heute Halloween ist. Habe ich vergessen. Aber gut, wir haben unseren Hexenhut. Das passt dann schon. Und schwarz sind wir ja eh unterwegs. Von daher. Ich habe mich mal in der Grundschule, ich glaube in der letzten Klasse, also in der vierten, glaube ich. Da war es schon fünfte? Nee, es war noch die vierte Klasse. Da hatten wir auch immer so eine Halloween, ja, Party, sag ich jetzt mal, im Unterricht. Ne? Also halt nach der eigentlichen Halloween-Veranstaltung am Montag oder so hatten wir dann so ein bisschen Halloween-Party in der Schule. Hatte, glaube ich, sogar nur unsere Klasse. Wenn wir das halt irgendwie machen wollten, sind wir halt verkleidet zur Schule gekommen und ich war halt als Harry Potter oder so verkleidet. Hatte ich auch so schwarze Schuhe an, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit so einem Kürbis an. Also so ein Halloween-Kürbis, sowas in der Richtung war da drauf. Auch so ein Hexenhut. Ich habe meine Brille genommen. Ich trage ja eh eine Brille. Ich hatte damals auch wirklich so ein bisschen das Aussehen von Harry in Teil 1, also im Film, nur in dick. So sah ich ungefähr damals aus. Und haben wir einfach die Brille in der Mitte umwickelt, dass sie halt auch so kaputt aussieht, ne? Also noch so ein Zauberstab. Und ein Umhang. Den Umhang habe ich leider nachher verloren. Das hat mich geärgert. Der war cool. Der Zauberstab, der war richtig teuer. Das weiß ich noch. War ein Original-Harry von Harry Potter, ne? So Merchandise-Kram. Alter, war der teuer.
wollte eigentlich einfach nur einen Holzstab nehmen, ne, und den so ein bisschen bearbeiten. Aber ich habe dann zu der Zeit irgendwie nichts Schönes gefunden, was ich hätte nehmen können. Und Farbe und so hatten wir nicht. Ich habe doch einen gekauft und leider habe ich den nachher verloren. Mein kleiner Bruder hat den kaputt geschnitten. Irgendwas ist damit passiert, was richtig doof war. Der ist auf jeden Fall irgendwie durchgerissen. Ganz doof ist er durchgerissen. Aber es sah cool aus, ja? Wenn ich ein Foto davon finde, zeige ich euch das vielleicht irgendwann mal. Irgendwo habe ich noch eins. Die Schatzkiste nehme ich auch mit. Eisen hat begonnen. Sehr cool. Und den letzten Fisch haben wir jetzt auch. Tada! Auch einen Karpfen gefangen. Aber nach Ordnung was zum Einsortieren. Dann mal schnell und geschwind hier zum Dorfplatz. Geht ja auch gar nicht so lange, ne? Nur irgendwie ein, zwei Stunden. Ah, dann haben wir es geschafft. Sehr cool. Und was verkauft Pia hier so? Kürbislaternen. Kürbislaternenrezept. Das finde ich ja cool. Kaufe ich. Grabstein habe ich ja schon bei mir stehen. Monkey Teppich. Okay, den Rest finde ich nicht so interessant. Moin, Levis. Guten Abend. Wieder einmal sind wir mit einem Geisterlabyrinth beglückt worden, das der Exzentriker, der draußen im Wald lebt, heimlich gebaut hat. Wahrscheinlich der Magier, ne? Ich hab gehört, dass es dieses Jahr größer ist. Viel Glück, falls du dich hineinwagst. Ich hoffe, Jazz geht es da drin gut. Ja, die ist gefressen worden, die ist tot. Hattest du ein erfolgreiches Jahr als Bauer? Ja, ging so. Hab's bereits durch das Labyrinth geschafft. Jetzt ist es Zeit, sich mit einem Kürbisbier zurückzulehnen. Kürbisbier? Okay. Versuche mein Bestes, um diese Spinnenplage hinter mir zu ignorieren. Uah. Oh Gott, ja, das ist echt eklig. Richtig eklig. Krass. Da ist ein Hinweis, aber irgendwie kommen wir nicht dran. Kannst du mir bitte die Zucchini-Küchlein reichen? Zucchini-Küchlein, okay. Wenn ich nicht in diesem verfluchten Stuhl säße, würde ich in diesem Labyrinth um jeden herumlaufen. Ah ja. Aufpassen, etwas Schreckliches ist in dem Labyrinth. Aber du nicht so eine Angst hier. Ich sollte einen Teller Essen für meinen Mann machen. Er hat den ganzen Abend im Laden gearbeitet. Sam nahm Vincent mit in das Labyrinth. Ich hoffe, es geht ihm gut. Sie sind beide tot. Schnitzen von Kürbissen ist ein Talent von mir. Normalerweise schnitze ich die meisten Kürbisse für alle in der Stadt. Alles, was ich dafür verlange, ist, dass du die Kerne aufbewahrst. Streue ein bisschen Zimtzucker drüber und du hast einen goldenen Snack. Schmeckt das denn? Kürbis, also so die Kerne, also unbehandelt, sind die nicht voller Art? Gib mir noch eine Flasche Kürbisbier rüber. Hieks. Ah ja, die alte Pam, ne? War auch eine Weile im Labyrinth, aber dann bekam sie Hunger. Mutter scheint sich zu amüsieren. Ja, die hat ja irgendwie immer Spaß, ne? Freust du dich darauf, dass es bald ruhiger wird? Der Winter steht vor der Tür. Ja, so halbwegs, ne? Wusstest du, dass eine Studie im Journal für anthropologische Physiologie herausgefunden hat, dass die Kadenz, das Tempo und die Tonart von Musik einen messbaren Einfluss auf den Cortisolspiegel haben können? Gesundheit. So. Wenn ich mit dem Essen fertig bin, stürze ich mich kopfüber in dieses Labyrinth. Dann mach das mal. Was hast du hier so? Ich habe dieses Jahr mehr Monster gefangen. Achte auf deinen Abstand zu den Käfigen. Einfach echte Monster, die hier gehalten werden. Oh, bedauernswerter Schuft. In welcher fauligen Grotte liegt dein Reich? Ab und zu muss er in den Abgrund starren und träge Muse zu wecken. Einfach echte Mumien, echte Monster. Diese Dinger sehen gar nicht so hart aus. Hast du schon mal gegen eines dieser Monster gekämpft? Also gegen die Mumie noch nicht?
War gegen dieses Schattenviech da oben, ne? War gegen die Spinnen? Ja. Immer Spinne, da sitzt du auch eine. Boah. Ab der Größe würde ich auch Angst kriegen, du. Was für ein Aufwand die auch machen mit dem Labyrinth und alles, ne? Okay. Der musste mal in der Nähe bleiben, Jars. Lauf nicht weg. Gehen wir hier lang. Nom 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 nom, Monster kommen und fressen euch alle. Da sind auch einige Leute. Ach, Lea ist hier. Geht es hier lang oder vielleicht hier drüben? Ja, wenn du das mal wüsstest. Kann ich da nicht lang? Kann ich nicht durch. Ich muss leider sagen, dass ich in dieser Sache ziemlich verwirrt bin. Immer nur nach links oder immer nur nach rechts laufen, dann geht's raus. Meine Schwester gesehen? Nee, die ist leider tot. Emily, kannst du mich hören? Und noch so ein Nom 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 irgendwo aus der Ferne. So ein Monster hat sie gefressen. Ja, da ist Emily. Oh, du hast auch den geheimen Eingang gefunden. Geheim sieht er gar nicht aus hier. Die Hände machen mir eher Angst. Können wir da irgendwie durch? Ja, ne? Ah, da ist Sebastian. Oh Gott, kommen wir denn zu dir hier? Das ist mein Platz. Das ist sein Platz, okay. Wohnst du jetzt hier? Das ist sehr gut. Die Hände eigentlich wirklich schnappen. Ein bisschen Sorge habe ich ja schon, ne? Da ist eine Sackgasse. Hier geht's weiter. Das ist echt größer als letztes Mal, ne? Bin ich sicher, dass es größer ist. Haben wir das Labyrinth überwunden? Wo ist mein Preis? Bin ich Sam? Was ist mit ihm? Der macht mir ein bisschen Sorge. Baba Yaga ist auch hier. Irgendwie so ein russisches, was war das nochmal, russisches oder osteuropäisches Märchen von einer Hexe, die in einem Haus lebt auf Krähenfüßen. Wer The Witcher 3 gespielt hat, wird es wahrscheinlich kennen. Das kommt da auch drin vor. Irgendwo. Ich kein Spoiler bei The Witcher 3. So, weiter kann ich hier nicht. Ich glaube, da geht es auch gar nicht weiter. Was sollen die Fragezeichen-Dinger? Einfach nur Deko, ne? Wie es aussieht. Und auch noch hin. Da ist eine Kiste. Da ist eine Schatzkiste. Wie komme ich denn da hin? Ich muss hier noch mal ein paar Runden laufen. Ja, da kann man nicht durch, ne? Irgendwas ist dahinter. Da kann man auf jeden Fall nicht durchlaufen. Aber wie komme ich denn jetzt zu der Schatzkiste da oben? Muss es ja noch irgendwie irgendwo lang gehen, ne? Ich glaube, ich habe ein Mädchen schreien hören. Sie braucht meine Hilfe. Das war wahrscheinlich Haley. Ich gehe nochmal zurück hier. Gott, an den ganzen Händen hier vorbeikommen, ne? Aber irgendwie müssen wir nachher noch zur Schatzkiste kommen. Vorher gehe ich hier nicht. Da draußen stehen ja auch noch ein paar Leute. Wie komme ich denn zu denen?
Komm ich da nicht mehr durch? Liege geheime Ecken hier. Wie komme ich denn zu denen? Das ist aber auch so ein Blubberkessel, ne? Komme ich so gar nicht hin, ne? Geht gar nicht. Da kann man nicht durch. Oder geht das nicht, weil ich das halt schon einmal gemacht habe? Also, dass man das vielleicht nur einmal machen kann und danach guckt man nie wieder dahin. Okay, mit dem Fragezeichen kann ich aber auch nichts anklicken oder so. Schatzkiste. Komme ich da nur hin? Wie komme ich da hin? Okay, warte mal. Hier konnte ich jetzt durchlaufen. Ah. Hab's doch gewusst, dass man hier irgendwo durch kann. Da haben wir sie. Gewinnkarte haben wir gekriegt. Sehr cool. Und damit können wir zurück, ne? Dann sind wir wieder hier. Sehr cool. Und Abigail und so haben wir schon allen mit allen gesprochen. Dann können wir auch eigentlich zurück, ne? Haben wir soweit alles. Jo, verlassen wir das Fest. 0 Uhr ist es gerade. Würde ich sagen, verkaufen wir hier nochmal eben die Sachen, beziehungsweise legen die Sachen, die wir hier haben, weg. Dann müssen wir hier unten nochmal ich kann hier noch ein bisschen was einschmelzen hier. Wird auch schon spät. Nehmen wir mal die Gewinnkarten. Schmeißen die hier rein. Dann würde ich sagen, haben wir heute eine sehr gute Gruselnacht hier. Und die Abigail noch ein bisschen im Bett erschrecken. So eine Plastikspinne auf ihr Kopfkissen legen oder so. So richtig gemein einfach. Da finde ich ja witzig, dass die auch Spinnenangst hat. Ich kenne das von jemandem, die hat das sogar so krass. Wenn die nur ein Foto sieht, auf dem Handy oder so, hat jemand mal was reingepostet im Status, eine Spinne, die im Garten hing, die hat das Handy einfach weggeschmissen. Also die hat wirklich eine Spinnenphobie. Eine richtige Phobie. Und ich fand das irgendwie mega lustig. Die hat einfach ihr Handy genommen und das richtig durch die Gegend geschmissen. Vor Schreck, als sie dieses Foto von der Spinne gesehen hat. Die hat das total durch die Gegend geschmissen. Nicht kaputt gegangen zum Glück, aber ich fand es trotzdem mega lustig, dass man sich da tatsächlich so vor erschrecken kann. Also weil so ein Bild oder so macht mir gar nichts. Auch ein Video finde ich nicht schlimm. Hatte ich euch glaube ich schon mal erzählt. Aber fand ich halt interessant, dass man das wirklich so, ja so stark haben kann, sag ich mal. Ne? Habt ihr auch Angst vor Spinnen? Schreibt es in die Kommentare.
Auf welcher Größe sind sie gefährlich oder auch nicht? Würde mich immer interessieren. Dann, ne, macht's gut. Bis morgen, bis zur nächsten Folge. Ist die vorletzte dann. Danach muss ich erstmal gucken. Halt euch auf Insta und Schwätz auf dem Laufenden, wie es mir geht und so ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Ciao, ciao, macht's gut.